Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und Knackig. Nach der Länderspielpause geht der Blick so langsam wieder in Richtung Liga-Alltag. Aber bevor wir jetzt auf den nächsten Spieltag schauen, blicken wir noch einmal kurz zurück auf das Testspiel beim SC Freiburg. Das ganze Video seht ihr ja hier auf unserem YouTube-Kanal in der letzten Folge. Aber jetzt gibt es noch mal einen kleinen Ausschnitt mit einem Fazit von Co-Trainer Fabian Hürzeler. Ich glaube, dass es für all die Spieler, die daran beteiligt waren, mitgewirkt haben, ein sehr, sehr guter Test war. Ich glaube, dass das Ergebnis ein Tick zu hoch ausfällt, aber auch allgemein für die Jungs einfach zu sehen, auf welchem Niveau sind sie. Ich glaube, ein Großteil will natürlich auch irgendwann mal erste Liga spielen, das ist einfach das Ziel auch der Spieler und was fehlt ihnen dazu und wo befinden sie sich gerade. Und ich glaube, dazu war das ein super Test und wir als Team haben auch wieder was gelernt, woran wir arbeiten können, welche Details wir verfeinern können. Also war ein rundum sehr gelungener Trip, ja. Nachdem also im Testspiel wertvolle Erfahrung auf dem Rasen gesammelt wurde, galt es nun auf dem Trainingsplatz, das noch weiter zu vertiefen und sich gut auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Wie das in dieser Woche so auf dem Trainingsplatz aussah, das seht ihr jetzt. Endlich nach langer Zeit. Nach dem trainingsfreien Wochenende ging es für unsere Mannschaft am Montagnachmittag wieder zurück auf den Trainingsplatz. Zum Start in die Woche gab es eine abwechslungsreiche Einheit mit verschiedenen Spielformen und großen und kleinen Fußbällen. Dabei fand jedoch nicht jeder Versuch sein Ziel. Im weiteren Wochenverlauf stand noch eine Doppelschicht am Dienstag, ein freier Tag am Mittwoch sowie die finale Spielvorbereitung auf die Partie in Heidenheim am Donnerstag und Freitag auf dem Programm. Nachdem das letzte Auswärtsspiel beim Karlsruher SC ja mit 3:1 gewonnen wurde, steht nun die nächste Auswärtsreise an. Diesmal geht es zum ersten FC Heidenheim, das ja bekanntlich immer ein schweres Pflaster ist. Was da für ein Gegner auf unsere Jungs zukommt, da gucken wir jetzt mal zusammen drauf. Ich glaube, dass viel darauf ankommt, wie wir die Standards verteidigen. Also es ist entweder ein Game Changer bei ihnen auch gewesen in den letzten Spielen, dann natürlich eine brutale Robustheit. Also sie agieren sehr, sehr robust, versuchen immer wieder das Spiel vom Gegner zu zerstören durch ein starkes, mannorientiertes Verhalten im Spiel gegen den Ball und auch einfach wieder eine hohe Intensität. Also was Zweikampfführung, aber auch das ganze Spieltempo angeht. Ich glaube, das sind so die drei Faktoren, auf die es dann auch ankommen wird. Na, ich glaube, Heidenheim ist die Mannschaft, die den niedrigsten XG hat. Ich glaube, am drittwenigsten Schüsse zugelassen aufs eigene Tor, wir am viertwenigsten Schüsse zugelassen aufs eigene Tor. Ich glaube, beide Mannschaften insgesamt nur 12 gelbe Karten. Scheint ein langweiliges Spiel zu werden, kann sich jedoch auf 0-0 einstellen. Spaß beiseite. Die Heidenheimer, dieser XG-Wert zeigt ja an, wie viel man investiert in das eigene Tor zu verteidigen, wie wenig Schüsse man zulässt, wie wenig gute Chancen man zulässt. Und da sind die Heidenheimer seit Jahren Spitze. Genau was die Laufdaten angeht, Gesamtdistanz, aber vor allem Sprints und schnelle Meter. Das ist, denke ich mal, ihr absolutes Markenzeichen. Und trotzdem haben wir es letztes Jahr geschafft, in beiden Spielen 4 Tore gegen sie zu schießen. Und ich glaube, dass wir auch dieses Jahr wieder einen guten Plan haben werden. Aber klar, Spiele auf der Ostalb, die sind immer unangenehm. Nun kommen wir wie immer zum Wochenrückblick mit den wichtigsten Themen aus den vergangenen Tagen, indem wir dieses Mal unter anderem darauf schauen, was unsere Nationalspieler so gemacht haben. Kofi Tchéré wurde bei Ghanas 3:1 Heimsieg gegen Simbabwe in der 79. Minute eingewechselt. Auch im zweiten Spiel gegen Simbabwe war Kofi mit von der Partie. Beim 1:0 Erfolg kam er in der 60. Minute ins Spiel. James Lawrence kam für Wales in den Spielen gegen Tschechien und Estland nicht zum Einsatz. Jackson Irvine spielte bei Australiens 3:1 Heimsieg in der WM-Qualifikation gegen den Oman 80 Minuten.
Bei der anschließenden 1:2 Niederlage gegen Japan spielte unsere Nummer 7 dann 90 Minuten durch. Nikola Vasil stand mit Bosnien-Herzegowina sowohl gegen Kasachstan als auch gegen die Ukraine nicht auf dem Feld. Marcel Beifuß absolvierte beim 0:0 der deutschen U20-Nationalmannschaft im Testspiel in Polen die kompletten 90 Minuten. Unsere U23 konnte am Sonntag im Edmund-Plambeck-Stadion schon nach wenigen Sekunden jubeln. Die Kiezkicker erwischten beim 2:1-Erfolg über den SC Weiche Flensburg 08 einen Blitzstart, weil Justin Plautz nach 39 Sekunden einnetzen konnte. Noch vor der Pause kam Flensburg zum Ausgleich. Ein Eckball rutschte auf den zweiten Pfosten durch auf Christopher Kramer, der den Ball zum Ausgleich im Tor von Sören Ahlers unterbrachte. In der Schlussphase kam unsere U23 aber nochmal zurück. Luis Cordes, der erst wenige Sekunden vorher eingewechselt wurde, nahm in der 84. Minute Tempo auf und schloss aus 20 Metern mit einem Linksschuss ins untere Eck zum 2:1 Endstand ab. Mehr von unserem Nachwuchs gibt's bei Instagram unter fcst.pauli.nlz. Am Samstag geht's los. Das große Livestream-Event Stream in Play, der Kongstar Gaming Day, versammelt bekannte Gesichter des nationalen Gaming-Kosmos am Millerntor, um gemeinsam mit der Community in unterhaltsamen Challenges Spenden für Viva Con Agua zu sammeln. Dabei geht auch ein FC St. Pauli-Team mit an den Start. Los geht's ab 18 Uhr auf Twitch. Damit verabschieden wir uns auch schon wieder für diese Woche und hoffen jetzt, dass es in Heidenheim die nächsten 3 Punkte in der Fremde gibt. Bis dahin, Forza St. Pauli.